making Maybach music. Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Gustav TV. Heute möchte ich euch einen Mod vorstellen, auf den wahrscheinlich sehr viele von euch gewartet haben. Und zwar ist heute endlich der Season Mod rausgekommen, wie man oben rechts auch schon sehen kann. Und diesen Season Mod möchte ich euch nun mal ein bisschen zeigen. So, zuerst, wenn wir F1 drücken, sehen wir schon Alt links plus S, öffnen wir das Menü vom Season Mod. Das machen wir einmal. Und wie wir sehen, können wir hier dann gucken, okay, wann können wir was ernten oder anpflanzen. Hier Weizen 5 Grad. Also ich habe mich selber jetzt auch nicht ganz, also habe mir das noch nicht ganz durchgelesen, aber hier unten steht ja auch, das Grüne steht für Saatzeit und das Gelbe für Erntezeit. Heißt also, hier können wir bei Weizen, können wir das ansehen, hier können wir es ansehen und von hier bis hier können wir es halt auch ernten. So, dann klicken wir hier oben mal auf diese Wettervorhersage. Ja, was soll man darüber sagen? Kennt, glaube ich, jeder so eine Wettervorhersage. Hier könnt ihr sehen, maximale Temperatur, Durchschnittstemperatur, minimale Temperatur, Niederschlag, Niederschlag in Prozent, Windgeschwindigkeit und Verrottungsrate. So, klicken wir mal hier oben auf Ernteinformationen. Hier steht Frostbeständigkeit. Oh. Lesen ist nicht so meine Stärke. So, Aussaat bei Weizen beispielsweise mittel. Jung ist hoch. Wie gesagt, man muss sich da, glaube ich, erstmal ein bisschen so reinlesen, bis man das alles vernünftig verstanden hat. Aber ich glaube, das geht schnell. So, hier die Wirtschaft. Können wir auch alles nachgucken. Eier, Wolle. Hier Gülle, Mist, Silage. Hier ist alles bei. Hier kommen wir schon mal so zu den ersten Einstellungen. So, Fruchtfolge 1 beispielsweise. Zuckerrohr, Gras und und. So, machen wir das mal wieder auf nichts. Hier kann man jetzt, ja, man kann hier halt Sachen einstellen. Hier unten steht ja auch, die Fruchtfolge beginnt immer nach der letzten Ernte. Wenn man das Auswahlfeld auf nichts setzt, dann gibt es eine kürzere Fruchtfolge. So, das Wichtigste ist, glaube ich, hier unter anderem die Einstellung. Temperatureinheit, Fahrenheit, Celsius und. Season-Einführung an oder aus. Damit kann man halt die Season an oder ausmachen. Hier kann man Länge der Season eintragen. 24 Tage, 3 Tage, 6 Tage und. Feuchtegehalt der Ernte an. Und hier kommen wir, glaube ich, zu dem Wichtigsten. Deswegen spiele ich eigentlich auch nur den Season Mod, wegen dem Schnee. Schneespuren an oder aus? Ganz klar an. Schneemodus könnt ihr wählen, wollt ihr Schnee haben oder nicht. Wenn nicht, nur eine Schicht oder ganz aus. Ja, was soll ich euch noch über diesen Season Mod sonst erzählen? Ja, alle, die den schon aus dem LS17 kennen, es ist keine große,
Es gibt keinen großen Unterschied. Was ich euch noch zeigen kann, es gibt schon einen Mod. Hier. Hier wieder dieses Messgerät. Da könnt ihr ja Informationen zu Boden, Bäumen, Ballen und anderen Objekten erhalten. Gab es im LS17 auch. Was ich auch sehr cool finde, diese zwei Mods hier. Einmal ein Salzstreuer. Kaufen wir uns jetzt einfach mal. Und ein Schneeflug. Auch richtig cool. Kam mit dem Season Mod raus. Muss man sich aber einzeln downloaden. So, kaufen wir uns eben einen Trecker. Kaufen uns eben den. Damit ich euch das auch noch eben einmal zeigen kann. Ich werde euch beide Links natürlich unten in die Videobeschreibung packen, weil ich glaube, der ein oder andere wartet schon sehnsüchtig auf den Season Mod. Und heute ist es endlich soweit und er ist rausgekommen. So, wie man sieht, können wir den Streuer hier anschalten. Er ist jetzt natürlich nicht befüllt. Abdeckung können wir öffnen. Fülle das Gerät zuerst auf, steht da. Kann ihn auch irgendwie so ganz komisch kippen. So, ich glaube, dann kann man es da auch reinschieben. Also wirklich eine coole Sache auf jeden Fall. Machen wir mal wieder hoch. Ah, und hier mit beiden Maustasten gedrückt können wir das Schild drehen. Beispielsweise, wenn wir jetzt die Straße frei machen möchten. Wie ihr seht, er schneit gerade auch. Sieht man oben ja auch. Drehen wir die Zeit hoch, gucken, was dann passiert. So. Wenn jetzt hier Schnee liegen würde, würde man natürlich das Schild so rumdrehen. Ne? Und dann. Ja, beruhig dich. So. Dann wird man natürlich runter machen. Und dann kann man so den Schnee wegschieben. Also wirklich auch ein cooler Mod. Ich fahre eben zur Seite, so. Also Season Mod und gleichzeitig noch ein Schneeflug mit Salzstreuer dabei. Und wie ihr seht da hinten, es wird alles schon voller Schnee und ich habe echt lange auf diesen Mod gewartet. Und ich kenne auch ein paar andere, die auch auf den Mod schon des Längeren gewartet haben. Wir können noch mal kurz warten. Vielleicht ist dann gleich die Straße auch bedeckt. Achso, was noch ganz wichtig ist. Der Season Mod funktioniert bis jetzt nur auf den Standardkarten. Also beispielsweise, ihr spielt jetzt auf der Südhämmern. Da wird der Season Mod noch nicht funktionieren. Nur auf der Felsbrunn und auf der Ravensport. Meiner Meinung nach finde ich das aber auch nicht schlimm. Wir können mal eben kurz gucken, ob wir das hier schieben können. Ja. Da, wie ihr seht, es funktioniert. Auch die Animation echt cool gemacht. Ja. Ich würde sagen, ich habe euch alles gezeigt. Viel erklären über den Season Mod konnte ich euch jetzt leider noch nicht, weil ich habe ihn selber noch nicht lange.
Falls ich mehr weiß, werde ich noch ein anderes Video darüber machen oder ich werde es im Livestream nochmal erklären. Aber ich glaube, wenn man sich den downloadet und sich das ein bisschen anguckt, dann ist das selbsterklärend. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Like. Für alle, die noch nicht abonniert haben, können jetzt kostenlos abonnieren. Es werden jetzt auch mehrere Mod-Vorstellungen kommen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.